So, hallöchen, herzlich willkommen. Jetzt sind wir wieder richtig, ne? Zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia. Und ich sehe da drüben schon wieder so einen Holzkopf. Wir müssen aber hier nach oben. Ich höre da einen Jaun, wir sind ja. Kein gutes Ohr. Barkisten, da hilft doch am besten das Geisteröl, hat er gemeint. Da hilft doch am besten das Geisteröl. Das müsste das sein, ne? Jawohl, ist es nicht. Es müsste. Da haben wir es doch schon. Erzähler. So. Ups, weiter geht's. Komisch. Ein Geisterstaub hat er gemeint. Leider Gottes ein bisschen. Ach, hier sieht es aber schon cool aus, ne? Aber was jault hier so? Sind das Wölfe? Ich werde noch mal kurz ins Inventar gehen, Freunde. Denn wir haben. Ja, müssen noch irgendwas reparieren. So, Etzeler. So, Ruine des Trastamara-Anwesens. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das sieht auch schon wieder so düster aus, ne? Noch eine. Sehr geil. Ja, mit dem Geisteröl ist es wirklich gar kein Problem hier. So. Den Alk haben wir eigentlich so gut, ne? Alter, schau mal her, wir haben fast gar nichts mehr, ne? Fuck. Scheiße. Wir brauchen echt wieder Futter. Sieht, okay, sieht vielleicht doch ein wenig weniger aus. Als es dann im Endeffekt doch sein mag, aber ja. Wir müssen da, glaube ich, auch wieder das ein oder andere Geld ein bisschen da investieren. So was, was wir meditieren sicherheitshalber. Sind das alles diese Geisterhunde? Was war das? Ach, wie geil. Das hört man auch sogar voll gut. Sieht so ein bisschen aus wie so Traumfänger, ne? So jetzt im weitesten Sinne. Was war denn da unten auf uns? Ach, da warten auch noch einige Wauzis. Regis Rabe hat nicht gelogen. Es ist alles voller Lärm. Der Mann hat nicht gelogen. Trotzdem haben die Viecher keine Chance gegen uns. Ach ja, ich bin ja auf den Weg gespannt, ne? So, nochmal eine Runde meditieren. Dann gehen wir ins Bestariumseintrag rein, denn da haben wir ja den Wicht. Was war das für eine? War das ein Nekrophag? Wichte, yo, das ist so eine. Aber ich glaube, das war dann doch ein wenig ein anderer Wicht, ne? War das ein verfluchtes Wesen? Ne, verfluchtes Wesen war es nicht. Bruxale vielleicht? Oder von die Vampire einer? Nee, okay. Okroide? Nee, normal nicht, ne? Wumma, Wum 8, der war cool.
So, hier hat man halt einen Weg, ne? Gruftweibe, Gule. Ja, ist ja eigentlich eher so ein Teil, ne? Insektoiden auf keinen Fall, Hybrid auch nicht. Ist das ein Geist? Könnte das ein Geist sein? Normal nicht, ne? Bestien, wo es ja auch nicht, hat er gemeint, ne? Nein. Okay, dann checken wir mal kurz den Wicht an. Nekrophagen und Axi-Zeichen, alles klar. Okay, alles klar, hat er gemeint. So, und das Axi-Zeichen hat er gemeint. Ach, mit Gedanken beeinflusst und können wir den töten? Wow, seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Nur welche Botschaft? Ich bin da kein Löffel-Botschaftenleser. Aber cool gemacht, ne? Können wir hier was looten? Ja, da ist eine kleine Pflanze. Die sieht da richtig cool aus hier, ne? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Uiuiui. Ui. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir doch mal nach innen rein. Nach innen rein einfach. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Da haben wir doch einen Löffel. Fein. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Kleiner Löffelfreak, hä? Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Alter, ist das krass. Sorry, wenn ich hier jetzt total ruhig bin gerade, aber... Boah, krass. Was haben wir hier schönes? Fleckiges Tagebuch. Könnte interessant sein. Fleckiges Tagebuch. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen. Doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Es muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das Weite gesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemand anheuern, aber die Kräuterfrau, der die Kräuterfrau findet.
Ich kann nicht denken, kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen. Kein guter Löffel, leere Löffel, nichts zu essen. Es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Ah! Armes Mädchen hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Ja. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Dann wieso kann ich den da nicht mitnehmen? Den kann ich doch dann bestimmt gewinnbringend verkaufen. Cool, hier können wir sogar looten. Holzlöffel, angeknabberte Löffel. Löffel, Löffel, Löffel. Merkt ihr das? Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Ja, das war jetzt eigentlich schon mein Gedanke, ne? Okay, wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Dann haben wir hier noch was. Ne, das haben wir ja gerade durchsucht. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Ja, genau das habe ich mir... Ohne Witz, das habe ich jetzt vor einer halben Minute auch gedacht. So, hier haben wir noch einen Löffel. So normal wie der zuvor. Schon so krass, ey. Ein Löffelschlüssel? Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Du ziehst auf Löffelschrift. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel gefertigt 1210 in der Werkstatt Christoffersen und Söhne Eigentum von Smigolle Serkis ist. Besitzer der Fasanerie. Wir haben hier drin noch eine Quest gefunden. Wie geil. So, was steht denn da auf Hebräisch? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Boah, was ist das für ein krasser Fluch? Die Frau tut mir ja so richtig leid schon. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Der Wicht ist total verrückt geworden. Wenn du mich fragst. So, hier haben wir... Oi, 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 oi. Jesus, na. Wir checken aber erstmal. Oh, wir haben hier noch einen Löffel. Wir checken aber erstmal, bevor wir die Tafel. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Ja, hübsch. So, altes Zwergenfell, Silberlöffel, gehärteter Löffel, abgeknabberter Löffel, Metalllöffel. Jo. Verrotteter Brief. Lieber Meister Levasseur, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich, als vielmehr für denjenigen, mit dem ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder... Was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen. Und daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du das schaffst, so musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen, denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können. Und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Das ist eigenstandermaßen, entschuldige, nicht viel. Aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück.
Marlene de Trastamara. Marlene, das ist ein schöner Name. Gefällt mir. So, was haben wir hier für Klopfer? Checken wir mal hier die Lage. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Ja. Würde sehr gut passen, mein Freund. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Alter. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Uiuiuiuiui. So, wir sind aber hier. Wo geht's hier? Hier geht's tatsächlich noch runter. Boah, bin ich euch erschrocken. Diese Drecksläufer. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Ach, hier können wir nicht rum. Okay. Boah, bin ich jetzt erschrocken von diesen Drecksläufern? Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Goldlöffel, polierter Löffel, Silberlöffel, Löffel. Krass. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Da wow. Ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Wow. Was ist hier los? Junge. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Was ist angejahrt? Grünes Mutagen. Was macht das hier? Ui, ich werde von meinem Tellerchen gegessen. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Cool, vielleicht kann ich ihm helfen. So, Zwergenwettstein. Cool, Stiefel, Hose, kennst dich aus. Oh, was haben wir hier Hübsches? Ach nee, kann ich nur ausmachen. Okay, dann gucken wir mal hier der rein. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keinen. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Da geht's aber doch noch da drüben weiter, ne? Junge, ich mach hier doch mal das Licht an. Alter, das ist... schon... leicht gruselig, muss ich sagen. Noch ein Treffer. So normal wie der zuvor. Doch ein Hauch von Gruseligkeit, ne? Löffel, ey. Wohin du schaust. Hier ist ein Buch. Worte der Weisheit zu Monsterflüchen, etc. Monsterflüche und ihre Beschreibung, Einführung. Flüche, die mit Menschen in Monster verwandeln, gibt es seit Anbeginn der Zeit. Ihre Ursprünge sind so vielfältig wie ihre Wirkungen. Meistens wird der Fluch von Magiern oder Zauberinnen gewirkt. Er verwandelt das Subjekt. Das geschieht nicht immer sofort. Manchmal verwandelt sich die verfluchte Person auch allmählich. Es kommt auch vor, dass der Fluch von einem normalen Mitmenschen gewirkt wird, dessen Gewissen rein ist und der gute Taten getan hat. Eine solche Person kann mächtig sein und jene verfluchen, die ihr Übles tun. Solche Flüche sind stark und nicht einfach aufzuheben. Flüche, die menschliches Elend rächen, sind meist langwierig und leidvoll. Das sind ja Tausende. Der Wicht muss lange gesammelt haben. Krass, alles voller Löffel.
Voll der Level-Messi, Alter. Entschuldige. Ja, aber ist doch so. Schau mal her. Überall Level. Ey. Bist du deppert? Wieso können wir hier durch? Gott sei Dank. Dann hätte ich gesagt, verstecken wir den. Ich würde am liebsten... Das ist ja ein Mädchen eigentlich, ne? Wo zu dem Weg geworden ist. Am liebsten würde ich ja den Fluch brechen, aber ich glaube, wir werden die töten. Oder wenn wir sie überzeugen können, dass wir, wenn wir Speichel bekommen, dass wir dann versuchen, den Fluch aufzuheben. Ich weiß es nicht, wird auf jeden Fall noch sehr interessant. So, wo können wir uns jetzt verstecken hier in dem Kapuff? In dem Schrank vielleicht? Tatsächlich, ich mach mal die Funzel aus. Den Fluch aufheben, machen wir mal. Gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast, dein freiwilliger Gast. Noch etwas für Regensee. Und jetzt bist du. Was machen wir? Erstmal der Fluch, ne? Der genaue Wortlaut. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Okay, essen wir... Wir essen auf jeden Fall mit den Löffeln. Tauschen wir die Löffel? Ne, wir essen mit dem Löffel, oder? Komm, wir essen mal mit dem Löffel. Wohl bekommst, mein Freund. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu, ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier, ganz ruhig. Ganz ruhig. Verdammt.
hat nicht geklappt. Ich habe dieses üble Zeug umsonst gegessen. Die Suppe für Regis habe ich immerhin. Für den Wicht kann ich wohl nichts tun, außer doch ihn niedermachen. Hat es nicht geklappt? Ich hätte den Löffel tauschen müssen, oder? Folge dem Wicht. Muss ich den jetzt töten? Ich hoffe nicht. Ich muss den Wicht wohl in seinen eigenen Müll haufen. Nein, tötet den Wicht. Es tut mir leid. Ich schau mal nochmal das Sam-Axi zeigen, genau. Tut mir leid. Alter. Alter Verwalter. Nein, es war ein Bug. Jetzt war das ein Bug. Schade. Was habe ich da falsch gemacht? Was habe ich da falsch gemacht? Ich hätte den Level tauschen müssen, ne? Oh, ich wollte den Fluch aufheben. Schade. Jetzt muss ich den Wicht töten. Okay, es ist optional. Ich muss ihn eigentlich nicht. Aber ich würde ihn dann doch auch lieber von seinen Qualen befreien. Weil es ist schon bitter, schau mal her, wie der Haus, der leckt mich am Arsch. Kannst ja kaum hinschauen. Da denke ich mal, wenn ich ihn töte, ist das doch dann, ja, gnädig auch für ihn. Aber auch cool, ne, so die Kameraführung auch, wie die war. Also wirklich sehr, sehr geil gemacht in dem DLC. Ich will eigentlich aber helfen. Ne? Schade, dass ich da jetzt nicht mehr die Möglichkeit habe. Gut, ich konnte mich entscheiden natürlich. Ne? Ich weiß nicht, das ist so gewissensbiss jetzt wieder bei mir. Soll ich ihn retten oder soll ich ihn... Ja. Ne? Beziehungsweise soll ich ihn jetzt leben lassen? Ich muss den Wichtbund aus seinem eigenen Müllhaufen töten. Der backt immer voll rum, Alter. So, die Hälfte haben wir jetzt auch. Wir werden hier einige Himbeeren fressen. Nein! Ich
Nein! Wieso habe ich jetzt mein Silberschwert nimmer? Wir könnten noch mal war das für ein Reliktöl? Ich glaube, da hilft das verfluchte Öl normalerweise, ne? Das müsste das sein, oder? Oder ist es das ganz untere nächste Nekrophagenöl? Ich will dir nur helfen, mein Freund. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig, Brauner. Geil, Himbeeren fast alles gefuttert. Verzeih mir. Boah. Okay. Mist, das war nichts mit dem. Immerhin kriegt Regis, was er braucht. Boah, Stufe 44, ich zit am ganzen Körper. Was haben wir bekommen? Monsterleber, grünes Mutter gegen Gabler. Abstoßender Wichtschlüssel. Geil. Wichtspeicheldrüse am Arno. Wichtohr, Wichthaar, kennst dich aus. So, alter Verwalter. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir doch hier einen kleinen Cut, liebe Freunde. Ich glaube, wir werden noch mal eine Stunde meditieren. Jetzt haben wir drei wieder auch. Ja, hätte ich gesagt, können wir hier vielleicht noch was looten? Warte mal, Wichtschlüssel, da könnten wir doch, glaube ich, hier drüben rein, ne? Gucken wir dann morgen, liebe Freunde, in der neuen Folge von The Witcher 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag bye bye. Wo ist der Tode? Da. Es tut mir leid, ich wollte dich retten, aber... Ja, tut mir einfach leid. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Servus.